kommt jetzt darauf an, wie gut dieser Truck die Schlammstelle macht, weil das war früher natürlich, als wir noch beschränkt Trucks hatten, war das natürlich schon hart. Das muss man einfach sagen. Das war jetzt aber mittlerweile mit dem Zix und so weiter hier einfach Fahrzeuge haben, die das können. Wo man dann auch einfach fahren kann, weswegen wir jetzt auch auf diesen Maps hier wesentlich flotter vorankommen sollten, weil einfach diese Probleme mit dem Feststecken, mit dem alles nochmal von vorne machen, einfach nicht mehr da sind. Damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner Dirt Truck Simulator auf dem PC, Folge 770. Und Freunde, ihr könnt sehen, wir sind in Alaska. Das liegt daran, dass die letzten beiden Aufgaben, die letzten beiden Wettkämpfe nicht machbar sind, meiner Ansicht nach. Beziehungsweise wahrscheinlich entweder mein Spiel hat einen Bug oder was weiß ich. Kann ich derzeit nicht erledigen, da sie mir nicht auf der Karte angezeigt werden und ich sie dementsprechend nicht starten kann. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, bis keine Lösung in Sicht ist. Falls mir bisher einer das schon in die Kommentare geschrieben hat, vielen Dank. Dadurch, dass ich das aber in der Aufnahmesession hier aufnehme, habe ich diese Kommentare noch nicht erhalten und kann das dementsprechend dann erst später berücksichtigen. In solch einem Fall werden wir dann natürlich nochmal auf die Map zurückkehren und das erledigen. So, ich habe mich jetzt allerdings erstmal dazu entschieden, dass wir halt jetzt hier nicht zwei Stunden rumrätseln und nichts machen, nach Alaska zurückzukehren und hier jetzt wieder massenhaft Aufträge und Aufgaben zu erledigen. Und ich sehe jetzt schon, dass es ein mieser Fehler war, hier zu fahren. Fuck, ich komme hier nicht mehr. Jetzt muss ich durchziehen. Ich komme von hier nie wieder raus. Ich komme nie wieder zurück, wenn ich hier jetzt nicht weiterkomme. Allerdings habe ich ja immer noch den großen Vorteil, dass ich hier einen Zix als Zugmaschine habe. Die muss ich jetzt auch voll und ganz anstrengen, um das hier hinzukriegen. Muss ich ja auch schon wieder krampfhaft hier rüberziehen, um hier überhaupt. Das ist schon wirklich eng. Also das ist schon für den Fünfer sehr grenzwertig. Was kommt denn da hinten? Ich sehe nicht mal die Straße, weil es so eng ist. Das macht er allerdings noch. Hier sehe ich jetzt schwarz irgendwie. Nee, das hat es nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Scheiße. Ich glaube, das ist hier Ende. Und hier natürlich auch nicht einsehbar, dass es so scheiße hier ist. Ich glaube, das ist die letzte Stelle. Wenn ich das hier hinkriegen würde, dann wäre es cool. Ah, könnte sogar was werden. Der Anhänger kann sich ja so ein bisschen zurechtdrücken. Scheitert jetzt noch nicht am Anhänger, oder? Nö, das scheitert gerade am Truck. Kann man mal sicher sagen. Jo. Tatsächlich. Das, scheitert das zurzeit am Truck? Das ist kein Ding. Haben wir die Winde noch da? Ja. Boah, aber zeigt, was für eine krasse Stelle das ist hier, ne? Selbst so ein Six, der sagt doch mal eben, tschüss. Ja, das... Das ist halt wieder echt belastend. Das ist halt wieder echt... Kannst du mal bitte aufhören, die ganze Strecke zurückzurollen? Ich hasse es. Ich hasse es so hart, diese... Ich glaube, jetzt hat sich der Anhänger verkeilt. Ja, jetzt sieht da alles nicht gut aus hier.
Also ich sehe mich auch beim besten Willen nicht rumkommen. Das kann man mal so festhalten. Dann müsste ich jetzt mal die Winde natürlich gewillt zeigen, hier was zu tun. Aber das wird nicht passieren. Natürlich noch das Ass im Ärmel, den Anhänger mit der Winde irgendwie mitzuziehen. Das werde ich jetzt auch gleich mal probieren. Ob wir das hier vielleicht ohne Anhänger durchschaffen. Würde ich ihm auch abkaufen. Ja, das sieht ganz gut aus. Und jetzt eben den Anhänger hier irgendwie natürlich dann mit durchzuziehen. Oha. Oh, das sieht gar nicht so scheiße aus. Ich sehe das doch. Ich muss ihn nur ein bisschen schräg kriegen. Genau so. Boah. Boah, das ist gerade wunderbar. Warte mal, ich glaube, das passt. Kann ich wieder ankoppeln, so. Ha. Oh nee, jetzt ist der... Ja, das könnte man lösen. Ja, natürlich. Natürlich kann man das so nicht lösen. Ich hasse das, wenn das Spiel das macht. Geht das so? Das ist eine Frage. Okay, ja. Klappt soweit. Okay, ich glaube, dann ist es geschafft. Also ich... Das ist ein Ehrenmann. Er richtet sich auch so wieder auf. Tja. Da können wir auf die guten alten Tricks von früher zurückgreifen, die man hier aber auch einfach wieder braucht. Da haben wir schon gemerkt, haben sie es wesentlich besser gemacht, einfach in den anderen Maps. So, was ist das jetzt hier? Ja. So. Und als wäre nichts gewesen, können wir jetzt hier einfach weiter kutschen. Immer noch eine Scheißroute hier, sage ich auch ehrlich. Ja, das ist nicht unbedingt die Route, die man sich so vorstellt. Und das ist dann auch wieder hier der Moment, wo das Game seine unfassbar hohe Spielzeit hernimmt. Weil du einfach hier, nur um eine Ladung zu holen, sitzt hier schon wieder zwei Folgen dran. Will man nicht haben, ne? Das ist klar. Aber kann man jetzt nichts dran ändern. Und ja, weiter geht's. Hier sieht das alles breit genug aus. Da hinten sehe ich schon wieder nichts. Auch schwierig. Kraftstoff hat doch schon gute 100 Liter weggesüffelt. Auch eine Menge. So, was kommt hier jetzt? Oh. 180 Grad. Ja, okay. Gut, aber viel Rangierplatz. Wobei der nicht gut aussieht zum Rangieren. Oh, nee, das sieht gar nicht gut aus. Sehe ich aber. Ich muss hier eh mehrfach ausholen, da der Ziegs nicht imstande ist. Ja, er lenkt halt leider auch nicht, aber ich habe hier auch genug Puffer, also. Der Ziegs hat genug Kraft. Das kaufe ich mal ab. So. Ja. Letzten Endes wäre wahrscheinlich die andere Route doch besser, aber das ist halt immer das, wenn man so lange keinen, also wenn man diese Map so lange nicht mehr hatte und wir hatten sie wirklich, wirklich lange nicht mehr. Das muss man dann jetzt natürlich auch erstmal wieder alles lernen. Da muss man erst wieder rausfinden, was ist jetzt richtig und was ist jetzt nicht so richtig.
Aber ist okay. Das können wir jetzt mal in aller Ruhe so machen. So, alles klar. Dann wollen wir mal. Hier ist jetzt unser Ziel. Haben wir geschafft. Das heißt, vielleicht kriegen wir den Auftrag noch hin heute. Weil das halte ich für ein bisschen schwierig tatsächlich. Weil die Fabrik ist ja am anderen Ende der Karte. Und diese Karten sind groß. Und bei diesen Karten hatte man ja auch zum Teil noch eine richtige Herausforderung. Also. Zumal da hinten war ja so ein riesiges Eiswasserfeld. Also. Ja, es ist noch ein Wasserfeld, kein Eis. Eis gab es hier noch nicht. Deswegen finde ich hier diese Schneemap hier die einzige, das ist die einzige Schneemap, die ich gut finde. Den Rest kannst du in die Tonne werfen. Also du kannst den Rest wirklich... Ist da offen? Nee. Schade, da komme ich nicht rein. Muss ich wirklich außen rum fahren. Ist schade, aber okay. Das ist die einzige Schneemap, die ich gut finde. Schnee ist trotzdem von der Physik her ein bisschen belastender als Schlamm. Aber man kommt wenigstens voran. Ansonsten hatte Phase 2, die erste Map war noch ganz gut. Die zweite Map war ja diese Map, die irgendwie so scheiße war. Wo man sich so lost gefühlt hat, so verloren. Hier kann ich aber ein bisschen abkürzen. Ja, andererseits muss ich hier auch rein, also... Alter, der Wenderadius. So, ich brauche... Den Auftrag nicht aktiviert. Aktivieren. So. Genau. Hier Ersatzteile. Für Bohrung haben wir dann hier. Und nach einer kurzen Wendung geht's los. Der verhindert jetzt, dass ich da rumkomme, natürlich. Aber klappt. Dann let's go. Brauche jetzt hier eine Route, natürlich. Weiß jetzt nicht, ob ich da rechts muss oder nicht. Ansonsten, aber hier sieht es ja so weit eigentlich. Ja, ich glaube, Tatsache fahre ich dann hier rüber. Weil hier ist auch eine Tankstelle noch auf dem Weg. Hier ist zwar eine Wasserstelle, das kriegt der aber hin. Und ansonsten ist es ja wirklich nur Straße. Das könnte vielleicht die Folge was werden. Kommt jetzt darauf an, wie gut dieser Truck die Schlammstelle macht. Weil das war früher natürlich, als wir noch beschränkt Trucks hatten, war das natürlich schon hart. Das muss man einfach sagen. Das war jetzt aber mittlerweile mit dem Zix und so weiter hier einfach Fahrzeuge haben, die das können. Man dann auch einfach fahren kann, weswegen wir jetzt auch auf diesen Maps hier wesentlich flotter vorankommen sollten, weil einfach diese Probleme mit dem Feststecken, mit dem alles nochmal von vorne machen, einfach nicht mehr da sind. Erstens, weil wir mehr Erfahrung haben beim Fahren, auch wenn wir das ein oder andere Mal immer noch umkippen, aber das provoziert man ja dann doch manchmal mit Absicht noch, aber solche Fehler passieren ja dann doch nochmal seltener aus Erfahrungssicht und zweitens, die Trucks halt wie gesagt auch, ne? Die spielen ja da auch eine große Rolle mit rein. Ah ja, die Straße, die war so geneigt, oder? Ja, doch. Ja, da haben wir ja schon den einen oder anderen Truck versenkt. Aber ich fahre... Ich war ja hier, haben wir auch schon mal was festgefahren gehabt. Wir sind umgefallen. Irgendwas war hier. Die Erinnerungen, die kommen hoch. Oh, die ist echt schräg. Da musste man sich mit dem einen oder anderen Truck wirklich Sorgen machen. Mit dem hier ist es hier eher so eine... entspannte Geschichte. Boah.
Ne, wir probieren es einfach mal durchzufahren. Heute. Wäre cool. Mal einen Auftrag erledigt in Folge 1. Des Neustarts hier. Jetzt die Hälfte vom Kraftstoff. War eine gute Idee, wobei ich habe ja noch die Tankdinger oben drauf, aber vielleicht trotzdem keine schlechte Idee, dass wir da auch nochmal an der Tankstelle vorbeifahren. War hier die ganze Zeit auf H, weil er das hier gut macht. Sage ich jetzt auch nicht nein. So, und da vorne müsste eigentlich diese harte Stelle auf uns warten, die wir früher nur mit dem Caterpillar als Zugfahrzeug überhaupt chancenmäßig machen konnten. Ja, genau, hier ist es nämlich. Ich weiß gar nicht, ob ich hier jetzt einfach rüberrasseln soll. Ich habe mittlerweile so ein Selbstvertrauen auch in diesen Truck hier. Ja, das ist ja auch gar nicht so fies, glaube ich. Jetzt belastend, wenn es richtig fies ist. Ja, man merkt natürlich schon, dass es aber... Gut, das ist jetzt hier nichts. Also da brauche ich ja nicht mal die Winde. Struggelt aber ganz schön. Trotzdem. Aber mittlerweile auch mit der Erfahrung, jetzt hier auch am Rand zu fahren. Das hätte ich damals nicht gemacht. Ich bin ja damals einmal straight in der Mitte gefahren und da sind natürlich auch nirgendwo Windenpunkte. Hier hat man ja eben zur Not auch die Windenpunkte übrig. Ja, ist schon eine Stelle hier. Also, aber wir haben sie jetzt schon geschafft. Also entsprechend ohne relativ viele Probleme. Und damit kommen wir heute auf jeden Fall an. Denn jetzt sind wir größtenteils auf Asphaltstraße unterwegs, die auch sehr gut vorhanden sind auf dieser Map. Also das muss man schon sagen. Man kann hier relativ gut sich von A nach B bewegen. Das gefällt mir auch wirklich toll. Hä? Okay. Das muss mir mal jemand erklären. Keine Asphaltstraße, diese Nebenstraße. Hm. Naja, ist okay. So, wir holen uns frischen Dieselkraftstoff. Ja, feinster Diesel. Waren die? Last Chance. Ja, die nehmen wir natürlich mit, diese Last Chance. Wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht. Haben wir sogar auch so eine Art Lagerhaus. So. Das ist schon mal wunderbar. Dann fahren wir jetzt eigentlich nur noch weiter. Wir müssen nur noch durch diese Wasserstelle gleich und dann sind wir so gut wie da. Also im Prinzip, ja. Nicht. Das kann natürlich scheiße sein, wenn der Anhänger zu fett ist. Aber das scheint wohl gerade so zu... Digga, guck dir an, wie der hier fährt. Wir haben hier mal 10 Minuten für gebraucht. Und der fährt hier mit H durch. Als wäre es nichts. Naja, Zix halt. Das ist halt der Zix. Hier sind doch keine Asphaltstraßen, aber es sind okay Straßen. Das sind schöne Straßen. Ich weiß gar nicht. Geradeaus muss ich einfach nur. Zwar ausschließlich nur geradeaus. Das machen wir noch. Das machen wir noch fertig.
Und hier beginnt Asphalt wieder, das heißt, wir sind eigentlich so gut wie am Ende angekommen. Nice. Ja, haben wir schon mal einen Hauptauftrag erledigt. Oh ja, aber hier ist Eis. Merkt man aber direkt. Das merkt man direkt, da muss man aufpassen, aber da ist unser Ziel, die Fabrik. Bekommt jetzt ihre 4 Ersatzteile und damit haben wir eine der 3 Hauptaufträge schon mal durch. Also einer der 3 Auftraggeber, meine ich. Was ist das hier? Fehlerhaftes Symbol, Anhängershop. Ja. Gute Arbeit, hier ist deine Belohnung. 470 Erfahrung gibt es und 4400 Belohnung. Das bringt uns auf 60% jetzt, 42 von 81 Aufgaben. Ist ja auch krass, Alter. Ist ja auch krass. Ah ne, hier ist tatsächlich eine Aufgabe. Stromleitungen prüfen. Haben wir die schon? Ja, haben wir. Ah ne, haben wir nicht. Also die haben wir nicht angenommen. Jetzt ging das Symbol. Hat er gerade einfach nicht geladen. Wenn wir schon hier sind, machen wir die vielleicht. Je nachdem, was wir dann brauchen. Die Ortsverwaltung hat uns gebeten, nach einigen gestürzten Stromleitungen zu sehen. Die Lage ist ernst. Deine Kosten werden erstattet und deine Arbeit gebührend entlohnt. Oh, 1150 Belohnung und 130 Erfahrung gibt es dafür. Soweit ich das sehe, muss ich doch nur dahin fahren. Ah, gut, ne? Ist jetzt halt ein bisschen Überland. Ist jetzt nicht so geil. Eigentlich, wobei, eigentlich schon. Weil ich fahre jetzt einfach dahin, kann dann hier noch die Aufgabe annehmen und so. Und fahre dann ohne, weil da kann ich mein Dings abgeben. Das heißt, ich fahre jetzt hier einfach irgendwie zum Anhängershop. So, dann kann ich ja die Stromleitungen abklappern. Wenn ich den Anhänger losgeworden bin. So geht's dann weiter in der nächsten Folge, Freunde. Danke für das Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.